Heute ist etwas sehr Spannendes an der Wall Street passiert und eben an der Wall Street kursiert eine Theorie, die sich auf Indizien berufen kann, dass es sich dabei um eine Attacke auf Tesla und Elon Musk gehandelt haben könnte, um es mal so zu formulieren. Denn eins ist auffällig, die Aktienmärkte sackten innerhalb von Sekunden deutlich und ziemlich dramatisch ab und kurz zuvor war die Aktie von Tesla ziemlich deutlich und drastisch abgesagt und kurz zuvor hatte Elon Musk einen weiteren Tweet über Dogecoin abgesetzt. All das passierte relativ gleichzeitig und noch etwas anderes, was ich Ihnen gleich zeigen möchte. Zunächst mal hier sehen wir rot in diesem Chart die Aktie von Tesla heute Intraday. Bums, die ging ein Ticken früher in den Sturzflug über als etwa der S&P 500 hier in der Futureform, den Sie hier sehen. Das heißt, da gab es einen gewissen Vorlauf bei der Aktie von Tesla. Das ist das eine. Und kurz zuvor hatte eben, wie gesagt, sagt Elon Musk diesen Tweet abgesetzt in Sachen Dogecoin oder Dogecoin oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ja eigentlich eine Fun-Kryptowährung, eigentlich eine Verarschung auf Deutsch gesagt von Bitcoin, aber sei es drum. Jedenfalls kann man sich ja vorstellen, dass Elon Musk da vielleicht ein paar Leute geärgert hat in der Vergangenheit. Mit keiner einzigen Aktie haben Shortseller mehr Geld verloren als mit der Aktie von Tesla. Und Elon Musk hatte so einigen schon auf die Füße getreten und man kann sich vorstellen, dass es da ein paar dicke Jungs gibt, also die gar nicht so schwach auf der Brust sind, was ihre Taschen betrifft, tiefe Taschen haben, obwohl die ein bisschen schmäler geworden sind, vielleicht durch das, was Elon Musk hier veranstaltet hat. Dass die gesagt haben, so Junge, jetzt ist mal Schluss im Karton, jetzt werden wir mal einen Gegenangriff reiten. Und auffällig, und das ist sozusagen der nächste Zufall, ist, dass ziemlich zur gleichen Zeit ziemlich massive Bestände an Put-Optionen gekauft wurden auf Tesla, out of the money, also außerhalb des, außer dem Geld. Aus dem Geld, wie man genauer sagte, extrem hohe Bestände, die hier gekauft wurden und das hat dazu geführt, dass die Tesla-Aktie unter Druck kam. Warum? Weil die Market Maker, die diese Optionen, Put-Optionen in diesem Fall verkaufen, sich absichern müssen für den Fall, dass diese Put-Optionen eben offenkundig Recht bekommen oder eine größere Wahrscheinlichkeit haben, ins Geld zu laufen. Jedenfalls müssen sie sich dann hedgen. Das ist genau der entgegengesetzte Prozess, der die Aktie von Tesla so massiv nach oben gebracht hat, weil viele Shorties auf der einen Seite die Aktie leer verkauft hatten. Das ist das eine. Das andere ist, dass viele mit Calls eben auf der Long-Seite agiert haben, dann vorbörslich eine Meldung kam und dann die Market Maker, um sich abzuhedgen, eben die Tesla-Aktie kaufen mussten, um das Risiko rauszunehmen. Und genau dasselbe dürfte heute auf der Unterseite passiert sein, weil eben extreme Bestände an Puts gekauft wurden, mussten die Market Maker die Tesla-Aktie selbst verkaufen, leer verkaufen, um sich abzusichern. Und genau das ist passiert und das ist etwas, was vielleicht darauf hindeutet, wie gesagt, das ist eine Theorie, nicht bestätigt, darauf hindeutet, dass da jemand was gegen Elon Musk hat und sich jetzt in nächster Zeit vielleicht ein bisschen intensiver mit dem gebürtigen Südafrikaner beschäftigen wird. Hier sehen wir mal NYSE Uptick, Downtick, einer der größten Upticks, Downticks, also praktische Kursstellungen, die nach unten weisen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, fast so groß wie einmal im Januar. Damals diese Hedgefund-Geschichte, als wir eben die Panik hatten, dass möglicherweise Hedgefonds kippen könnten. Und eine andere Erklärung ist natürlich auch hier eine Grafik von Henrik Becker, by the way, der zeigte, dass natürlich der S&P 500 ähnliches hat heute auch auf Finanzmarktwelt unser Börsenjäger Stefan Jäger gebracht, dass der S&P 500 schlichtweg an den oberen Trendkanal angelaufen ist. Also vielleicht kommt da eben was zusammen. Vielleicht hat dieses Zusammenspiel dazu geführt, dass wir jetzt eine solche Situation erlebt haben. Klar ist, Elon Musk hat sich nicht nur Freunde gemacht. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Er ist praktisch zu einem Pusher geworden von Bitcoin, Dogecoin, Tesla-Aktie. Was hat er nicht schon alles nach oben gepusht? Und gleichzeitig die Shorties, verdammt, ja, man sollte nichts verkaufen, was man nicht selber hat. Und da ist jetzt jemand anderes, der es auch mit Elon Musk hat, nämlich Michael Burry.
der bekannt ist vielleicht aus dem Film The Big Short oder aus dem Buch auch, einer der Investoren, respektive Player am Markt, die damals vom Platzen der Immobilienblase maßgeblich profitiert haben. Und der hat hier nochmal Elon Musk in einem Tweet direkt attackiert und hat gesagt, Junge, das ist wohl kein Zufall, dass du plötzlich dann hier veröffentlicht hast, dass Tesla Bitcoin gekauft hast. Kurz zuvor war nämlich die Meldung gekommen der chinesischen Aufsicht, die praktisch Tesla ermahnt hat und zum Rapport bestellt hat und gesagt hat, hier guckst du, eure Autos, die fangen Feuer, die Batterien fangen Feuer, teilweise funktioniert die Software nicht, das ist richtig gefährlich, was hier passiert. Diese Meldung war kurz vorher, dann ist die Tesla-Aktie ein bisschen runter und dann kam diese Veröffentlichung von Tesla. Das sagt Michael Burry, ist kein Zufall, und er sagt auch, dass wir hier praktisch so eine Art Allesblase derzeit haben. Und dass die Situation durchaus sehr, sehr gefährlich ist. Also praktisch hier von Michael Burry direkt eine Attacke auf das, was da mit Elon Musk passiert ist. Und er bezieht sich auch auf eben diese Ereignisse um GameStop und Konsorten. Hier sehen wir mal, dass 9% aller Amerikaner haben GameStop im Januar gekauft. Also fast ein Zehntel der Bevölkerung, sogar noch 1% mehr, nämlich 10% AMC. Also könnte man sagen, dass 28% der Amerikaner diese sogenannten Meme-Aktien jetzt im Januar gekauft haben. Das zeigt so ein bisschen die Manie, die da der Fall war. Und die neueste Manie sind Cannabis-Aktien wie Tilray. Wir hatten heute auch bei finanzmarktwelt.de darauf hingewiesen. Wir versuchen jetzt immer so ein bisschen auch die Wall Street Bets, Reddit zu scannen, was da sozusagen gepusht wird, weil das ist wirklich interessant. Das ist sozusagen der Versuch, die nächste Bombe hier platzen zu lassen. Tilray heute über 27% gestiegen. Und seit der Amtsübernahme von Joe Biden ist seit der Wahl, genauer gesagt, nicht der Amtsübergabe, sondern der Wahl, also im November, haben sich hier Marihuana-Aktien mehr als verdreifacht, dürfte heute noch weiter gegangen sein, siehe Tilray. Also das ist sozusagen der nächste heiße Scheiß, der schon seit einiger Zeit läuft, die nächste Blase, die hier läuft. Wer weiß, wo das endet. Und insgesamt, das ist ein Hinweis von Julien Pitel, der sagt, passt mal auf. Also wir sehen hier, dass die Erwartungen, Earnings per Share Growth, also die Gewinn pro Aktien Steigerungserwartung, um es einmal in Bürokratendeutsch zu formulieren, liegt derzeit bei 24%. Das ist der höchste Wert, der jemals erreicht ist. Man erwartet sich also Wunderdinge. Wir hatten in und auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase damals den Höchstwert mit knapp unter 20%. Das heißt, wir sind jetzt deutlich optimistischer, was das Gewinnwachstum der Unternehmen pro Aktie betrifft, als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass zum Beispiel diejenigen, die kleinere Geschäfte betreiben und erfasst werden im US Small Business Confidence, also praktisch einer Umfrage unter Firmen, die etwa nicht groß sind, keine Konzerne sind, da sehen wir, dass hier das Vertrauen in die Zukunft auf dem tiefsten Stand seit 8 Monaten gefallen ist. Also es gibt hier eine maßgebliche Divergenz, vor allem zwischen dem Russell 2000, der 8 Tage in Folge gestiegen ist, 41% über seinem 200-Tages-Durchschnitt handelt, und denjenigen, die faktisch diese Geschäfte betreiben, die sind so pessimistisch wie seit 8 Monaten nicht mehr. Und dass da manchmal vielleicht eine kleine Spanne irgendwann ein bisschen zu groß wird, das kann man sich vielleicht durchaus vorstellen. Zumal, und das ist ein wichtiger Punkt, die Löhne in den USA nicht so stark steigen wie die Profite der Unternehmen. Das ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht diese soziale Kluft in den USA ein bisschen erklärt. Und jetzt gibt es eine neue Untersuchung, die zeigt, bei denjenigen, die jetzt zum Beispiel verhaftet wurden aufgrund des Sturms auf das Kapitol im Januar, da hatte jeder Fünfte eine Eviction oder Foreclosure hinter sich, das heißt Zwangsräumung, Zwangsvollstreckung etc. Viele hatten Insolvenz angemeldet, Privatinsolvenz, oder waren nicht in der Lage, Federal Taxes zu bezahlen. Durchschnittlich war praktisch die Schulden an Federal Taxes, die nicht bezahlt wurden, also an Steuern, betrug $37.000. Das muss man sich mal vorstellen. Also das sind wütende Menschen gewesen. Das wird immer klarer. Vielleicht noch interessant, heute soll ein neues Video innerhalb des Kapitols veröffentlicht werden. Man wundert sich ja, warum gab es da keine offiziellen Aufnahmen? Da sind überall Kameras eigentlich. Bisher hat man das nicht gesehen. Man hat aber das
das Material. Heute soll dieses veröffentlicht werden, um diese ganze Geschichte auch Impeachment mit Donald Trump noch ein bisschen anzufüttern. Jedenfalls sehen wir, dass insgesamt eben wahnsinnig große Bestände jetzt an sogenannten Mortgage Forbearance Programs anstehen. Also praktisch, dass Zwangsvollstreckungen, dass Zwangsräumungen von Wohnungen erstmal ausgesetzt wurden, normalerweise für 12 Monate. Dementsprechend ist die Situation in den USA jetzt so, dass eben März, April, Mai, als eben Corona in den USA mit der ersten Welle wütete und viele nicht in der Lage waren, ihre Miete zu bezahlen oder ähnliches, weil sie eben ihren Job verloren hatten, dass jetzt hier ein ganzer Berg in den nächsten Monaten da rollte von Zwangsvollstreckungen, wenn nichts passiert jetzt seitens der Politik. Joe Biden hat angekündigt, da müssen wir was machen. Aber insgesamt könnte man sagen, dass das größte Risiko für die Märkte ist eben, dass man so ein bisschen voreilig glaubt, dass die Pandemie jetzt komplett vorbei ist und dass man dazu optimistisch ist. Das sagte der PIMCO-Chef in Sachen, was ist eigentlich das größte Risiko der Märkte. Aber Risiken abzusichern, das ist die Aufgabe von Jerome Powell. Der wird heute um 20 Uhr dann eine Rede halten vor dem Economic Club in New York. Wir hatten heute ja, das war wichtig, die Verbraucherpreise aus den USA und die waren vor allem in der Kernrate eigentlich niedriger als erwartet. Hier oben sehen Sie das, das knickt sogar so ein bisschen nach unten und maßgeblich waren eben Shelter und Rent, also praktisch Beherbergungen, Hotels etc. und eben Mieten, die sind gesunken, vor allem in Städten wie New York, in Städten wie San Francisco, da sind die Mieten gesunken. Viele sind ja aufs Land gezogen, sind rausgezogen im Rahmen der Corona-Pandemie, wollten also nicht mehr in der Stadt leben. Und interessant ist auch, dass, und das ist ein bisschen untergegangen heute am Markt, dass China rückläufige Kerninflation meldet. Erstaunlich eigentlich, dass ein Land, das ja angeblich so boomt, praktisch eine deflationäre Entwicklung hat, was die Verbraucherpreise betrifft. Das ist das eine. Und noch interessant, heute auffallende Äußerungen von Notenbankern in Sachen Kryptowährungen, deeply flawed payment methods, also praktisch extrem unzuverlässige Zahlungsmethoden. So hat es Laney, der Chefvolkswirt der EZB, gesagt, der eigentliche Kopf der EZB, weil er das Fachwissen hat, das Lagarde nach wie vor fehlt. Und wir haben dann auch die Bank of Canada, die gesagt hat, das sei eine spekulative Manie. Jetzt hat hier ein Kommentator gesagt, Carboom is speculative mania, says horse dealer. Also der Boom bei Autos ist eine spekulative Manie, sagt der Händler mit Pferden. Das ist ein lustiger und interessanter Kommentar. Ein interessanter Kommentar auch von Hannes Zipfel heute auf finanzmarktwelt.de. Wall Street Bets, Helikoptergeld und Idiocracy an den Märkten. Idiocracy ist ein Film von 2006, der sehr, sehr empfehlenswert ist und der beschreibt ein bisschen das, was heute der Fall ist. Wall Street Bets, Reddit, diese ganzen Geschichten werde ich unter das Video packen. Sehr, sehr empfehlenswert dieser Artikel, das ist das eine. Und letztmals vielleicht jetzt mein Hinweis nochmal auf diese Aktion Finanzmarktwelt mit dem Hybrid-Ticker. Kostenlos, unverbindlich bis 28. Februar. Können Sie sich das mal anschauen, endet dann automatisch, müssen Sie nicht tun. Und da gibt es eben auch nicht nur das große Bild, wie in meinen Videos gelegentlich, sondern eben auch direkte Empfehlungen, was ich ja konstant vermeide, falls es Ihnen bisher aufgefallen ist, eher mal zwischen den Zeilen versuche, kleine Andeutungen zu geben. Aber das Verständnis ist bei jedem anders. Ich jedenfalls gebe keine Empfehlungen und sage, mach das oder mach das nicht. Das nochmal zur Klarstellung. Also, ich packe die Geschichten mit dem Artikel von Hannes Zipfel hier über Wall Street Bets und Idiocracy. Ein Film, den Sie sich übrigens anschauen könnten, auch bei Netflix. Keine Werbung, ich werde es jetzt nochmal auch tun. Und den halben Ticker unter das Video. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend. Ist eine interessante Geschichte mit Elon Musk und Tesla. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Auch mit den Märkten, die jetzt ein bisschen unruhiger, ein bisschen nervöser, ein bisschen spannender auch wieder werden. Ich sage Servus und Ciao.